Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Ich möchte auch mal wieder was Neues ausprobieren und zwar werde ich heute ein Steak sous vide garen und was dabei rauskommt, wird am Ende dieses richtig geile Prachtexemplar an Fleisch. Ich hoffe, er stellt scharf. Mega saftig. Außen Kruste vom Feinsten. Wie wir das alles machen werden, was wir dafür alles brauchen und welche Gadgets wir dafür brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Bei sonnigem, frühlingshaften Wetter werden wir heute mal wieder was Neues ausprobieren. Ich habe schon oft gesehen und leider noch nie selber ausprobiert, nämlich das sogenannte Sous-Vide-Garen. Dazu braucht man natürlich auch einen Sous-Vide-Stick. Sous-Vide-Garen heißt im Prinzip nichts anderes, dass man vakuumierte Lebensmittel, ob Fleisch, Gemüse, Fisch, was auch immer, im vakuumierten Zustand auf eine gewisse Temperatur bringen kann. Das hat den folgenden Vorteil, im Gegensatz zu, wenn man das jetzt im Backofen macht, dass das gar gut einfach im dauerhaften Kontakt mit Flüssigkeit, in dem Fall Wasser ist und somit viel, viel schneller auch auf die gewünschte Temperatur gart. Man kann damit super zum Beispiel, wenn man Würste brühen möchte, eine geregelte Temperatur damit einstellen. Also so ein Sous-Vide-Stick hat viele, viele Vorteile, den können wir uns dann auch einmal gerne anschauen. Der hier ist von der Firma Inkbird, den habe ich mir gekauft, also ist ein schnuckliges Teil mit schon ganz vielen Features, hat auch WLAN, aber später mehr dazu. Und wichtig, wir brauchen heute auch ein Vakuumiergerät, das kennt ihr ja schon von meinen Räuchervideos, die ich vor Weihnachten zu Güte, zu vielen rausgebracht habe. Und Hauptdarsteller ist natürlich auch unser Fleisch hier, da habe ich ein richtig schönes Stück Roastbeef vom Metzger gekauft. Und ja, das war mein kleines Vorwort und wir fangen jetzt an, dass wir unser Fleisch hier erst einmal einvakuumieren werden. Solche Vakuumiergeräte sind natürlich spitzenmäßig. Es gibt da Varianten wie Sand am Meer, von billig bis ganz teuer. Im Prinzip machen sie alle nur das eine, nämlich die Ware verschweißen und haltbar machen. Vom Prinzip her sind die alle gleich. Man hat hier seine Einschweißfolie und die müssen wir jetzt erst einmal vorbereiten, denn ich habe hier so eine Endlosfolie und brauche somit erstmal ein eingeschweißtes Ende, damit das einmal dicht werden kann. Man spannt die Folie einfach nur hier ein, schließt den Kasten. Man hat hier verschiedenste Funktionen, nämlich einmal nur das Schweißen. Man kann Vakuum ziehen und schweißen oder man kann manual ein Vakuum ziehen. Wir brauchen jetzt nur Schweißen und das werden wir jetzt mal kurz machen. Das Ganze dauert dann ein paar Sekunden. Und wenn das Licht erloschen ist, haben wir hier eine doppelte Schweißnaht, also sprich zwei Stück. Ich hoffe, man kann es sehen, trotz der Spiegelung. Jetzt müssen wir schauen, wie groß unser Fleisch ist. Also wir halten es jetzt einfach mal so per Forma hierher. Und das Stück ist so groß, also werden wir uns das Ganze einmal so gut bei dieser Länge hier abschneiden. Das offene Ende von unserer Folie nimmt man jetzt und stülpt man hier einmal um, damit danach, wenn man die Lebensmittel hineingibt, der Rand, an dem hier verschweißt wird, nicht kontaminiert wird. Und das werden wir jetzt hier mal machen. Und dann können wir uns unser Fleisch hier einfach in unseren Beutel hineingeben. Also wie man sieht, wir haben es gut gemeint mit der Folie, da ist viel zu viel dran, deswegen werden wir uns das jetzt nochmal mit dem Messer ein bisschen kürzen, in etwa auf diese Länge. Wir geben unsere Folie hier wieder in das Vakuumiergerät und diesmal brauchen wir die Funktion Vakuum und Schweißen und das machen wir jetzt. Und fertig ist unser einvakuumiertes Fleisch. Ich möchte auf Nummer sicher gehen, deswegen mache ich mir jetzt noch einen Vakuumbeutel und werde den bereits einvakuumierten in den neuen Vakuumbeutel geben. Somit ist das Ganze zweimal einvakuumiert und später, wenn es dann im Sous-Vide-Becken ist, sollte da nichts mehr passieren. Nicht, dass da Wasser eindringt und das Ganze wird dann gekocht. Das wollen wir natürlich nicht. Also so sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt Vakuum im Vakuum und wir bauen jetzt unsere Sous-Vide-Station auf.
Das ist ja jetzt meine Sous-Vide-Station bzw. mein gusseiserner Jambalaya-Topf. Ihr könnt da ganz normale Edelstahltöpfe verwenden oder es gibt auch diese Edelstahl-GM-Behälter. Da gibt es viele Variationen, wie ihr das machen könnt. Wichtig ist, ihr habt einfach einen Behälter mit Wasser, an dem ihr dann euren Sous-Vide-Stick, den wir hier haben, hier einfach an der Seite festklemmen könnt. Und prinzipiell ist das Ganze dann auch relativ leicht zum Einstellen. Man hat ja ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Also ihr seht, das Wasser, was ich jetzt hier drin habe, hat schon eine Temperatur von 44,9 Grad. Und wir wollen aber das Ganze jetzt einstellen, dass wir auf gute 60 Grad kommen. Deswegen werden wir das hier oben dann einmal machen. Ich hoffe, hier kann man es sehen. Na, wir machen das Ganze auf. Kaum 62 Grad, da sollte man dann eine schöne Kerntemperatur haben. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu tun, außer hier den Startknopf zu drücken. Und schon springt unser Licht hier auf grün. Hier unten beginnt die Wasseraufwirbelung. Da ist unten wie so ein, ja, wie so ein kleines Rädchen, das, was das Wasser ein bisschen in Bewegung hält, dass es gleichmäßig verteilt wird. Und während das Wasser dann gleich am Aufheizen ist, werden wir unser Stück Roastbeef nehmen. Wir werden das hier in den Topf hineingeben. Wie lange es jetzt dauert, keine Ahnung. Für mich ist es auch das erste Mal. Ich habe jetzt einfach mal 2 Stunden angepeilt. Im schlimmsten Fall ist es halt dann innen noch ein bisschen roh. Wir garen das Ganze dann nochmal richtig scharf an. Und ja, für mich heißt es jetzt warten und relaxen. Und für euch die nächste Szene. Da geht's weiter. Willkommen zurück. 2 Stunden sind jetzt vergangen und wie es im Februar halt so ist, da scheint ein bisschen die Sonne und ein bisschen Zeit später ist dann wieder knackig kalt. Genauso ist es jetzt. Deswegen jetzt auch wieder Jacke an. Auf jeden Fall, unser Fleisch hat jetzt 2 Stunden hier in unserem Töpfchen Sous Vide gegart und das werden wir jetzt mal rausholen. Ja, hier liegt unser Prachtstück. Schaut aus, als wäre das Ganze immer noch im Vakuum. Und wenn man hier hinschaut, da ist natürlich auch einiges an Fleischsaft hier drin ausgetreten. Und wir werden das Ganze jetzt hier einmal aufschneiden. Beim Sous-Vide-Garen ist es halt eben so, dass das Fleisch nicht besonders schön ausschaut, nachdem es Sous-Vide gegart ist. Also farblich eher unspektakulär. Und hier sieht er, was da jetzt an Saft ausgetreten ist. Das werde ich jetzt dann wegkippen. Ja, und es zeigt uns gute 58 Grad. Haben wollten wir 63, sind wir trotzdem an einem guten Punkt angekommen. Also vielleicht hat man nur Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht. Aber das passt so. Wir reden hier von Rindfleisch. Und das, wenn er ein bisschen roher ist, macht gar nichts. So, wir müssen unser Fleisch jetzt noch ein bisschen trocken tupfen, weil es relativ nass ist und das werden wir jetzt hier mal machen. Nebenan läuft schon der Gasgrill und da werden wir unser gutes Stück dann gleich draufpacken, dass wir da eine schöne Farbe dran bekommen. Da hinten seht ihr meinen lieben Nachbar, den Peter, der darf einmal winken. Peter, wink mal. Bist jetzt offiziell auf dem Video. Das ist einer der Nachbarn von der guten Sorte. Solche Nachbarn wünscht sich jeder. Spitzenkerl. So. Prinzipiell werdet ihr euch auch noch die Frage stellen, muss das Ganze denn nicht gewürzt werden? Nein, wir werden hier heute gar nichts würzen. Wir werden hier Fleischgeschmack pur haben. Nur zum Schluss werde ich hier den Steakjuwel vom Beef Buddy draufgeben. Das ist mein absoluter Lieblings. Ich nenne es jetzt mal Steakpfeffer, weil der hat einfach richtig geilen Geschmack und habe ich schon einmal beim René nachbestellt, weil der richtig, richtig geil ist. Kann ich jedem mal ans Herz legen, wenn ihr da so einen richtig geilen, salzlastigen Steakpfeffer haben wollt. Also ich liebe das über alles. Genug der Werbung und jetzt gehen wir rüber zum Grill. Der Gasgrill hat jetzt eine schöne Temperatur, knapp über 300 Grad. Also da können wir richtig schöne Röstaromen draufzaubern auf unser Fleisch. Und dann werden wir beginnen. Wir legen unser Fleisch auf.
Nach einer guten Minute werden wir unser Fleisch mal versuchen anzuheben. Und hier haben wir schon ein schönes Branding bekommen. Jetzt werden wir das hier in die andere Richtung machen, dass wir da auch ein schönes Schachbrettmuster reinbekommen. Sehr beliebt bei den Grillern. Das Ganze haben wir jetzt mittlerweile auf jeder Seite einmal gemacht und es fehlt nur noch eine Seite. Und schon kriegt das Fleisch auch eine ganz andere Optik als wie frisch aus dem Sous-Vide-Bad. Unser Fleisch ist dann endlich fertig und wir werden jetzt hier mal einen schönen Mittelschnitt davon machen. Und das ist richtig, richtig saftig. Schaut euch das an, Freunde. Grandios. Also innen noch eine richtig schöne rosane Farbe. Und da werden wir uns jetzt mal ein paar Tranchen runterschneiden. Da die Faser von unserem Fleisch so geht, werden wir das Ganze entgegen der Faser aufschneiden, sprich so. Und dann geht's los. Und das ist wirklich butterzartes Fleisch. Oh, herrlich. Da geben wir uns dann noch eine ordentliche Ladung von unserem Steakpfeffer drüber. Und dann heißt's probieren. Und hier haben wir dann ein so ein schönes Stück und das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit, ich bin mega gespannt. Heilige Mutter Maria, also so ein geiles Rindfleisch habe ich noch nie gegessen, Freunde. Oft habe ich schon Rindfleisch gemacht, war super, super weich, aber das hier übertoppt definitiv alles, was ich bisher gegessen habe. Brutal ist. Ich habe mir viel unter Sous Vide erhofft, aber so ein Ergebnis, Wahnsinn. Also hier habe ich mich definitiv mal wieder selbst übertroffen. Hätte mir das vorher einer gesagt, dass Sous Vide gegartes Fleisch so butterzart sein kann, hätte ich nie im Leben geglaubt. Und ich kann euch nur sagen, probiert es aus, ich lüge euch nicht an. Das müsst ihr ausprobieren, sonst habt ihr was verpasst. In diesem Sinne möchte ich noch zum Schluss kommen, denn bei diesem teuren Steak möchte ich das Ganze einigermaßen warm essen. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, hier drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Kauft euch Sous Vide Steaks, ich bin raus. Danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister. Macht's gut, ciao. Und das gehört ganz allein mir.